wird das Schwein töten und das Kreuz brechen. Weißt du, was er brechen wird? Er wird deinen Stolz brechen. Er wird deine Arroganz brechen. Er wird deinen Hochmut brechen. Und er wird auf jeden treten. Und das Fleisch derer wird aufgegessen werden von den Vögeln des Himmels, Offenbarung 19, die nicht entrückt worden waren, beziehungsweise gegen das Lamm Gottes Krieg geführt haben in der Endzeit. Er wird auf die Schlange nochmal treten. Ja, die Schlange wird zertreten werden, Offenbarung 20,10. Ein für allemal wird die Schlange, genannt auch der Satan, der Drache, Luzifer, vernichtet werden. Und dann gibt es keinen Zorn. Die Leute denken wirklich, Gott hat einen Zorn für alle Ewigkeiten. Die Leute wissen gar nicht, dass Gottes Zorn noch da ist, bis die Feinde unter den Schemel seiner Füße sind und in die ewige Feuersee kommen. Wenn die Kinder des Teufels und der Satan, der falsche Prophet, der Antichrist, das Tier, der Teufel, alle in die Feuersee kommen, ein für alle Male, und alle, die nicht im Buch des Lebens waren, ein für alle Male in die Feuersee kommen, dann hört der Zorn Gottes auf und wir werden herrschen für alle Ewigkeiten mit dem Herrn Jesus Christus. Aber Psalm 2 sagt uns ganz klar in Psalm 2, der Sohn Gottes hat einen Zorn. Ja, die Leute denken wirklich, Jesus loves everyone. Ja, das tut er, Halleluja, Jesus liebt auch jeden. Aber Jesus liebt nicht die Sünde. Da steht in Hebräer 1,8, dass er nicht die Gesetzeslosigkeit geliebt hat, sondern der Vater spricht vom Sohn, aber von dem Sohn. Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzeslosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Du wirst sie zusammenrollen. Du und deine Jahre nehmen kein Ende. Du bleibst von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, der Sohn Gottes bleibt für immer und ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende, wie auch in Offenbarung 22,13 sagt, und siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir, um einen jeden Menschen so zu vergelten, wie sein Werk auch sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Der Herr Jesus hat keinen Anfang und er hat auch keinen Ende. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist der Herr, Jahwe. Die zweite Hypostase Jahwes. Abba, Vater. Yeshua HaMashiach und der Ruach HaKodesh. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Abba, Yeshua, Ruach HaKodesh. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist der eine wahre Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. So. Psalm 2 wollte ich vorlesen, ne? Über den Zorn des Herrn Jesus Christus, über dass der Sohn auch einen Zorn hat, gegenüber diejenigen, die nicht für ihn sind und gegen ihn auf jeden Fall sind. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, ganz klar. Da stehen zwei Personen hier, meine lieben Muslime. Sie erheben sich gegen den Vater und gegen seinen Gesalbten, gegen den Sohn Gottes. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern, wie Töpfengeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit der Sohn nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl all denen, die sich bergen bei ihm. Ganz klar. Der Herr
hat der Vater seinen Sohn eingesetzt zum Erben von allem. Der Sohn ist die zweite Hypostase seiner Allmächtigkeit in der Hinsicht, dass er das Wort Gottes ist. Jesus ist das Wort Gottes, Jesus ist ewig. So. Und der Herr lässt sich nicht spotten. Hier steht, der Herr spottet über sie. Sie denken, sie spotten den Herrn, aber nein, nein, nein. Der Herr lässt sich nicht spotten. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gezeugt, hervorgegangen aus dem Vater, ein Wesen mit dem Vater, eine Essenz mit dem Vater, gezeugt, hervorgegangen, nicht geschaffen. So, wisst ihr, was ich meine? Er ist seit Ewigkeit mit dem Vater, eine Essenz, ein Wesen mit dem Vater. Ist Glaube ohne Werke tot? Ja, 100%. Glaube ohne Werke ist tot. Zeig mir deinen Glauben und zeig mir deine Werke. Wenn jemand wirklich wiedergeboren ist am Heiligen Geist, der wird auch Werke tun. Retten ihn die Werke? Nein. Was rettet ihn? Die Gnade Gottes durch den Glauben. Aber wer durch den Glauben wiedergeboren ist, durch die Verheißung und die Versiegelung des Heiligen Geistes, der wird automatisch auch Werke tun. Wer glaubt, er bringt keine Frucht, aber ist in Jesus, so ist er ein Lügner. Wer in Jesus bleibt und Jesus in ihm bleibt, der wird viel Frucht bringen. Getrennt vom Herrn könnt ihr gar nichts tun, sagt der Herr. Glaube ohne Werke ist tot. 100%. Ich will Christ werden, dann bleib noch in meinem Leib und bete mit mir ein Bußgebet für das ewige Leben. Und dann wirst du auch die Kraft und den Heiligen Geist spüren. Also bleib noch in meinem Leib und lass mich für dich beten. Und du wirst die Kraft des Heiligen Geistes auch spüren dann. Also wenn du wirklich Christ werden möchtest, ich werde dir sagen, ein Christ, ein wirklich wahrhaftiger Christ wird Verfolgung erleiden. Ein wahrhaftiger Christ hat es nicht einfach. Ein wahrhaftiger Christ, der wird hier auf der Erde nicht viel für die Welt quasi angesehen werden, sondern der Herr sagt, wie sie mich gehasst haben, so werden sie auch euch hassen. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf meine Worte nicht gehört, werden sie auf eure Worte nicht hören. Ihr seid nicht von der Welt. Wärt ihr von der Welt, so würde die Welt euch lieben. Da ich euch aber von der Welt auserwählt habt, darum hasst euch die Welt. Also wenn du Christ werden möchtest, ein Christ hat die schwierigste Berufung hier auf der Erde. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und ich will ihm lassen, auf meinen Thron zu setzen, wie auch ich überwunden habe, spricht der Sohn, und mich auf dem Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer überwindet, den will ich mit weißen Kleidern bekleiden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Wer ausharrt bis ans Ende, ihn will ich den Rosenkranz geben, ihn möchte ich die Krone des Lebens geben, und er wird herrschen für alle Ewigkeiten als Sohn Gottes. Also, du zahlst einen Preis hier auf der Erde, nämlich dein Preis ist, dein Fleisch zu kreuzigen, dein Auge rauszureißen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Wenn Gott Mensch wurde in Jesus Christus, wie viel mehr müssen wir und sollten wir nach dem Willen Gottes leben? Wenn Gott Mensch wurde in Jesus Christus und er wurde wahrhaftig Mensch in Jesus Christus, das Wort Gottes wurde Fleisch, wurde Mensch. Er ist in seine Schöpfung gekommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in seine Schöpfung. Wie viel mehr sind wir es jetzt wert, für ihn zu leben? Gott gab sein Fleisch, sein menschenhaftiges Fleisch für dich, damit du Frieden hast mit Gott. Wie viel mehr sind wir jetzt wert, für Jesus zu leben? Wer behauptet, Christ zu sein, aber nicht nach dem Willen des Sohnes Gottes lebt? Viele werden an dem Tag sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Werke getan? Haben wir nicht in deinem Namen so viele gute Sachen getan? Dann wird der König Jesus zu ihnen sagen, geht weg von mir, ihr Gesetzeslosen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird auch in das Reich der Himmel eingehen. Nur derjenige, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Gott hat einen Plan für dich. Leb nach seinem Plan, leb nach seiner Berufung. Du kannst nicht sagen, ich bin Christ, aber lebst für den Teufel. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Sohn Gottes und du verleugnest die Welt
Oder du verleugnest den Herrn Jesus und lebst für die Welt. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus, aber lebst nicht für den Herrn Jesus. So, das ist Heuchelei. Da müssen wir uns alle an die Schulter greifen und sagen, wann fangen wir endlich an, nach dem Willen des Vaters zu leben? Glaub mir, am Ende deines Lebens zählt es nicht, ob du Millionen Euro gemacht hast, ob du ein Haus hast, ob du einen AMG-Mercedes hast, ob du eine Angelina Jolie geheiratet hast, denn deine Frau wird auch ein Skelett sein und von Staub bist du und von Staub wirst du zurückkommen. Am Grab oder im Grab hast du gar nichts, kein Materialismus. Weißt du, was du hast? Dein Glauben an den Herrn Jesus, dein Leben für den Herrn Jesus und die Werke, die du auf der Erde getan hast, die werden dir nachfolgen im Himmel und jeder wird entsprechend dem, was er auch geleistet hat, Schätze im Himmel bekommen. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo die Motten und der Rost sie befallen können, sondern sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo kein Dieb deinen Schatz wegnehmen kann. Denn wo dein Schatz ist, da ist da auch dein Lohn. So, also die Welt vergeht. Die Bibel sagt, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist, denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust und die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt wird vergehen und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden in Ewigkeit nicht vergehen. Lebst du für 80 Jahre Sünde? Lebst du für ein paar Glücksgefühle? Lebst du für Materialismus? Liebst du die Schöpfung mehr als den Schöpfer? Oder lebst du endlich für Gott? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 18 sagt der Herr, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Möchtest du denjenigen nachfolgen, der für dich am Kreuz gestorben ist und sein Leben für dich gegeben hat? Oder möchtest du für den Teufel leben, der deine Seele in die Feuersee bringen kann? Und der Teufel hasst dich mit dem größten Hass, der ein Geistwesen für dich haben kann. Das einzige Ziel von dem Feind ist, deine Seele in den Feuerofen zu werfen, deine Seele für alle Ewigkeiten zu verdammen, wo der Wurm nicht stirbt, wo das Heulen und das Zähneknirschen ist, in der äußersten Finsternis, wo das Feuer niemals erlischt. Also lebst du für den Teufel und für die Feuersee und für Materialismus, sexuelle Unmoral oder ganz anderen Sachen oder lebst du endlich durch die Freude und die Kraft des Heiligen Geistes für den Herrn Jesus? Und ich sage dir, ihr müsst euch entscheiden. Es gibt kein Hin und Her mehr. Es ist Endzeit. Es gibt kein Hin und Her mehr. Es gibt kein heute Montag für Jesus, Samstag für den Teufel, Freitag für Jesus, Sonntag für den Teufel. Hört auf damit. Was ist das für ein Schwachsinn? Mit dem Auge lesen wir das Wort Gottes und mit dem Auge sündigen wir gegen das Wort Gottes. Was ist das für eine Doppelmoral? Hast du mit Sünden zu kämpfen, Alan? Jeder hat mit Sünden zu kämpfen. Aber wir können durch die Wandlung im Heiligen Geist die Sünden nicht tun. Du entscheidest immer selbst. Jakobus, natürlich kämpfe ich mit Sünden. Ich wäre ein Lügner und ich wäre ein Heuchler, wenn ich sagen würde, ich wäre ein Heiliger und perfekt. Niemand ist perfekt außer Jesus Christus. Niemand ist heilig außer die Heiligkeit Gottes durch Christus Jesus. Jeder kämpft mit Sünden, aber es gibt einen Weg daraus, wenn du endlich im Heiligen Geist wandelst. Dann müssen wir uns alle an die Schulter greifen. Ich wäre ein Heuchler, wenn ich sagen würde, ich bin perfekt. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder und ich bekenne mich als ein Sünder vor dem Heiligen Gott. Und ich bete auch, dass der Herr mir, armen Sünder, gnädig sein soll. So. Jakobus, ne? Jetzt hört mal zu jetzt. Jetzt hört, dieses Thema wird euch alle interessieren. Dieses Thema wird euch alle interessieren jetzt. Jetzt hört zu, was hier steht. So.
Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewahrt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Aha. Was haben wir jetzt gelernt? Gott versucht niemanden zum Böse. Gott versucht niemanden zum Böse. Ich wiederhole, Gott versucht niemanden zum Böse. Sondern wenn du versucht wirst, mein Lieber, wenn du zur Sünde versucht wirst, wirst du durch deine eigene fleischliche Begierde gereizt und gelockt. Und wenn du deine fleischliche Begierde empfangen hast, dann gebiert deine Begierde die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Darum fühlst du dich wie ein elendiger Mensch, wenn du gesündigt hast. Darum fühlst du dich so ekelhaft, wenn du gesündigt hast. Darum fühlst du dich getrennt von Gott, wenn du gesündigt hast, weil die Sünde trennt dich von Gott und du hast durch die Sünde den Tod vollendet in der Hinsicht, dass die Sünde der Tod ist. Darum sage ich dir, Pornografie erfüllt dich nicht, sondern trennt dich jedes Tag aufs Neue durch Gott. Unzucht trennt dich von Gott. Sexuelle Unmoral trennt dich von Gott. Du wirst immer ein schlechtes Gewissen haben. Du wirst immer in der Dunkelheit wandeln, wenn du nicht aufhörst und diese Sünden ans Licht bringst im Gebet zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus. Pornografie, Unzucht, sexuelle Unmoral, Stehlen, Lügen, Ungehorsamkeit der Eltern gegenüber. Alle diese ganzen Gesetzeslosigkeiten und Sünden bringen dich nur ins Verderben und der Teufel möchte deine Berufung in Christus nicht vollziehen lassen, sondern er möchte immer die Beziehung trennen durch die Sünde. Sex in der Ehe ist dann Sünde und wann, was, wenn man geschieden ist? Was ist denn das für ein Schwachsinn, meine Liebe? Gott segnet Geschlechtsverkehr nur in den Bündnis der Ehe. Außerhalb der Ehe ist es Unzucht, sexuelle Unmoral und erduldet, wird nicht gerne gesehen und wird nicht erduldet. Wenn jemand sagt, Sex vor der Ehe ist in Ordnung, so ist er ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Viele von uns haben den Fehler gemacht. Ich persönlich kann euch sagen, ich war nicht immer Christ. Ich habe auch Fehler gemacht in meiner Vergangenheit. In diesen Sünden. Ich wäre ein Heuchler und ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich wäre ein Heiliger in diesem Bereich. Aber was ist der Unterschied zwischen mir, den ich vergeben worden bin von Gott, und einem anderen? Ich habe meine Sünde Geschwister ins Gesicht gesagt und meine Sünde ans Licht gebracht und meine Sünde ins Gebet zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus gebracht. Und ich habe die Stimme des Heiligen Geistes gehört und der Heilige Geist hat mir gesagt, deine Sünden, mein Kind, sind dir vergeben. Ich habe dich reingewaschen. Alle deine Sünden sind dir vergeben worden. Das hat mir der Heilige Geist gesagt. Und darum, wenn du gesündigt hast oder du in Sünde lebst, tue Buße, kehr um von deinem verkehrten Weg, bekenne dich vor dem Heiligen Gott zum Vater im Namen des Herrn Jesus als einen Sünder, gehe auf die Knie, tue Buße und bekenne deine Sünde, die du getan hast und lass dir vergeben werden durch Christus Jesus. Denn wer seine Sünden bekennt, so ist Jesus treu und gerecht und wäscht ihn rein von aller Ungerechtigkeit. Jeder ist ein Sünder und jeder wird noch sündigen, außer du wandelst wirklich im Heiligen Geist und dann wirst du auch von allen Ketten der Sünden gelöst werden. Das ist schwierig, es ist hart. Wir werden jeden Tag in unsere Begierde hineingereizt und gelockt in die Versuchung. Aber der Herr Jesus sagt, der Feind versucht dich nur so dermaßen, wie auch du durch deine Kraft es erdulden kannst. Der Vater lässt nicht zu, dass der Feind dich über deine Maße zu versuchen. Der Feind kann nicht über deine Kraft dich versuchen, sondern er wird dich so sehr versuchen, wie du auch standhaften kannst. Und es gibt immer einen Weg raus aus der Versuchung. Wenn du versucht wirst, versuch mal das. Im Namen des Herrn Jesus Christus, Herr, ich werde vom Feind versucht. Im Namen Jesus Christus befehle ich,
dass diese Versuchung und dass der Feind von mir geht. Amen. Und die Versuchung wird weggehen. Widerstehe dem Teufel und der Teufel wird weggehen. Glaub mir. Widerstehe die Versuchung und den Teufel und Gott, guck mal, Gott versucht dich nicht, aber Gott lässt zu, dass der Teufel jeden versucht, aber die Versuchung ist auch eine Probe. Wenn du die Versuchung nachgehst und die Sünde vollbringst und den Tod vollbringst, dann haben wir alle verloren. Wenn du Anfechtung bekommst und wenn du versucht wirst und du gegen die Versuchung ankämpfst und dann die Versuchung bekämpfst durch den Namen des Herrn Jesus, dann hast du deine Prüfung gemeistert. Dann sieht Gott, aha, das ist ein Mann Gottes, der auf mich hört. Das ist eine Tochter Gottes, die auf mich hört. Darum tue Buße jeden Tag. Bevor du schlafen gehst, tue Buße. Wenn du aufstehst, tue Buße im Gebet. Es gibt immer einen Weg raus aus der Sünde. Wer behauptet, es gibt keinen Weg raus, ja, der ist lost. Wie denkst du, wenn du gesündigt hast? Ich sag's euch, man fühlt sich, wenn man sündigt gegen den heiligen Gott, erstens hast du ein schlechtes Gewissen, du fühlst dich wie ein elendiger Mensch, du fühlst dich getrennt von Gott und das ist, wie Jakobus gesagt hat, der Tod, der geistliche Tod durch die Sünde, wenn die Sünde vollendet ist. Darum muss man die Sünden bekennen. Hast du das Gefühl, wenn man sündigt, dass Gott nie mehr einen vergeben kann? Nein. Der Heilige Geist hat mir gesagt, dass der Vater und der Sohn mich niemals verlassen wird. Der Heilige Geist hat mir gesagt, dass er bei mir bleibt. Für immer. Ganz klar. Was ist Buße? Buße ist im Altgriechischen, glaube ich, Metanoia. Buße ist Umkehr. Du hast gedacht, aha, ich muss Pornografie gucken. Jetzt guckst du es nicht mehr durch den Sinneswandel des Heiligen Geistes. Du hast dir gesagt, ich muss Unzucht machen oder sexuelle Unmoral. Du hast früher menschlich und dämonisch gedacht. Jetzt denkst du göttlich, wie Jesus auch zu Petrus gesagt hat, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Als Petrus nicht wollte, dass der Herr gekreuzigt wird. Also hör auf, menschlich zu denken, durch dein Fleisch zu denken, sondern denke göttlich durch den Heiligen Geist. Und das ist nur möglich, wenn du durch den Heiligen Geist deinen Sinneswandel veränderst. Durch den Heiligen Geist kannst du göttlich denken. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du anfangen, göttlich zu denken und nicht mehr menschlich. Ich werde euch da einen Vers vorlesen aus Römer 12. Bro, was ist eigentlich wegen der Taufe? Hast du es schon besprochen? Tatsächlich nicht, weil ich viel vorhab, aber ich werde auf jeden Fall nach dem Live Selam anrufen, mein Bruder Selam, mit dem ich, er ist mein geistlicher Bruder, der mir auch hilft auf meinem Weg. Vielleicht kennen einige von euch Selam. Selam ist der von Bibel und Koran-Team. Der hat seinen YouTube-Kanal mit 4 anderen Bibel und Koran-Team. Ich werde den dann anrufen und wegen der Taufe werde ich dir auch dann schreiben. Du kannst mir gerne nochmal schreiben, damit ich das nicht vergesse. Ich werde das heute machen. Römer 12, Sinneswandel und Buße, so. Wie schaffst du es, jeden Tag konsequent zu bleiben und den Glauben nicht zu vernachlässigen? Wer behauptet, dass ich nichts vernachlässige? Wer behauptet, dass ich auch nicht schwierige Tage habe? Wer behauptet, dass ich immer ein Perfekter bin in meinem Wesen? Nein, ich bin nicht perfekt, sondern ich versuche es jetzt langsam und davor auch. Aber ich kämpfe für das Reich Gottes. Ich arbeite für das Reich Gottes als Evangelist und der Teufel möchte das nicht, ne? Und der Teufel schickt seine dämonischen Geister, um gegen mich zu kämpfen. Und dann kämpfe ich gegen den Geist des Antichristen jeden Tag.
Jeden Tag kommt der Feind mit seinen Dämonen und ich kämpfe gegen ihn. Und das ist schon seit Jahren so. Seit Jahren ist das so. Ich kenne den Geist des Antichristen. Ich kenne, wie der Feind, ich weiß, wie der Feind auch arbeitet. Ich weiß, wie er umgeht gegenüber Kindern Gottes. Ich weiß genau seine Strategie. Und darum, Leute, lasst euch nicht verführen von dem Lügner. Er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit und die Wahrheit ist nicht in ihm. Ich fühle mich genau so, wie du es beschrieben hast, doch ich komme irgendwie nicht von den, was schreibst du? Von der Sünde weg. Dann lass mich für dich beten, später, und tue Buße, geh auch selber auf deine Knie und tu Fasten. Sünde bekennen, dass du ein Sünder bist, genau die Sünde bekennen, die Sünde zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus zu 100% ans Licht zu bringen und bekennen und dann den Vater im Namen des Herrn Jesus bitten, die Sünde zu vergeben und dann auf jeden Fall im Heiligen Geist zu wandeln, jeden Tag mindestens 30 Minuten bis 60 Minuten die Bibel zu lesen, aufstehen, beten, Arbeit gehen, Sinneswandel ändern. Jesus ist immer hier in deinem Kopf, Jesus ist in deinem Herzen. So, und durch den Heiligen Geist jeden Tag Bibel lesen und beten und dann wirst du sehen, wie auch Gott durch den Heiligen Geist deine Probleme nimmt. Ich bin Christ, ich habe jetzt die Frage nicht gesehen. Dein Livestream hängt manchmal. Ja, tut mir leid, ich bin gerade auf mobile Daten. Ich bin nicht in meiner Wohnung, Leute. Ich bin in einer anderen Wohnung und ich bin auch nicht in Österreich. Ich bin Christ, aber ich habe Probleme, den Vers Offenbarung 22, 13 zu verstehen. Sofort, ich möchte erst kurz über die Sinneswandel und Buße sprechen. Dann gehen wir auf Offenbarung 22, Vers 13. Jetzt gehen wir auf Römer 12, Vers 1. So. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht in diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also ganz klar, Paulus sagt uns ganz klar und ermahnt auch die Brüder und die Schwestern und sagt dann, dass wir unsere Leiber, unsere Körper darbringen sollen als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Die Bibel sagt, alles was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes im Namen des Herrn Jesus Christus. Also, lebt in der Heiligkeit durch die Wandlung im Heiligen Geist. Hab mich verschrieben, es ist Offenbarung 2,23. Okay, gucken wir uns gleich an. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf die Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jeden Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. So, lesen wir mal in Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Das hat der Herr Jesus auch getan. Er hat die Gerechtigkeit geliebt und die Gesetzeslosigkeit gehasst. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbittung komme einem dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis, haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt mit gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf den Haupt des Feindes sammeln. Lass dich nicht von Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. So.
Da nicht die Privatschulen, ich habe ein paar Probleme, die mich ein bisschen davon abhalten, Christ zu werden. Ja, schreib mir auf Instagram. Alan Seelengewinner. Vielleicht kann die liebe Schwester Adelina mein Instagram fixieren. So, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du in deinen Pornografieproblemen oder Unzuchtproblemen oder Stehlenproblemen oder Ungehorsamkeit der Eltern gegenüber Problemen oder anderen Geboten, die Gott dir gegeben hat, zu tun und zu lieben, wenn du ein Problem damit hast und das jeden Tag aufs Neue, dann lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das bedeutet, wenn die Versuchung kommt, dann bete im Namen des Herrn Jesus Christus. Wenn du versucht wirst, dann bete im Namen des Herrn Jesus Christus. Wenn dich jemand flucht und dich beleidigt, dann segne diese Menschen und du baust feurige Kohlen auf den Haupt dieses Mannes. Wenn dich jemand verfolgt, dann sei glückselig, denn ebenso haben sie die alten Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Werden sie euch hassen, dann gedenkt, Jesus haben sie auch gehasst. Sie haben den Schöpfer nicht angenommen in Menschengestalt. Wenn sie den Schöpfer in Menschengestalt nicht angenommen haben, so werden sie auch euch nicht annehmen. Denkt nicht, dass die Welt euch lieb hat. Die Welt liebt euch nicht. Die Welt hasst euch, weil ihr nicht von der Welt seid. Wärt ihr von der Welt, dann würde die Welt euch lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, darum hasst euch die Welt. Alan, welcher Bibelvers war das gerade eben? Römer 12, Abvers 9 bis 21. Römer 12, Abvers 9 bis 21. Mein Kollege hat dir geschrieben, weil er konvertieren will zum Christentum. Er soll mir bitte nochmal schreiben. Ich bekomme jeden Tag immer einige Nachrichten und dann gehen die anderen Nachrichten immer verloren. Also dein Freund soll mir nochmal schreiben auf Instagram. Alan Seelengewinner. So. An diejenigen, die nicht im Evangelium gehorsam sind, bevor wir auf Offenbarung 2, Vers 23 gehen, ich habe deine Frage nicht vergessen, wir gehen gleich auf, oder wir gehen jetzt auf Offenbarung 2, Vers 23. Ich habe es dir versprochen eigentlich, dass ich gleich danach dem mache. Also ich halte mein Wort. Also machen wir auch zuerst Offenbarung 2, Vers 23. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jeden einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Ja, was bedeutet das? Denkst du wirklich, Gott tötet einfach so Kinder? Lesen wir mal den Kontext. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes. So, da spricht der Herr Jesus. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und ein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun und von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in großer Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Was klar? Hier wird geschrieben über die Kinder, die von der Unzucht der Frau, symbolisch von Isabel, gemeint sind. Und der Herr straft alle Menschen, auch diejenigen, die durch diese Unzucht zur Welt gekommen sind. Warum? Weil ihre Eltern nicht Buße getan haben und Schande getrieben haben, und das ist Endzeitstimmung in der Hinsicht, dass die Kinder aus von ihren Eltern quasi in der Hinsicht in der nicht bußfertigen Haltung geboren werden, und diese Kinder werden die Zorngeschichten von dem Sohn Gottes auch erfahren, weil die Eltern vorher, was haben sie getan? Verführt worden sind, Unzucht zu treiben, Götzenopfer zu essen. Und da ist kein Unterschied, ob er klein und groß. Am Ende der Tage werden die Kinder Gottes entrückt werden. Damals in Sodom und Gomorra wurde die ganze Stadt abgebrochen und kaputt gemacht und vernichtet. Warum? Weil sie nicht Buße getan haben. Gott hat so viel Zeit im Alten Testament den Menschen gegeben, um Buße zu tun. Sie haben keine Buße getan. Und diese Menschen tun auch keine Buße. Wie kann man antworten, wenn jemand fragt, ob Jesus Gott ist? Indem du Bibelverse erwähnst, die bestätigen, dass Jesus Gott ist. Aber du musst dich nicht vor den Menschen rechtfertigen, denn wer nicht auf meine Worte hört, sagt der Herr, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihn richten am letzten Tag.
So, wenn er nicht hören möchte, dann hat er einen antichristlichen Geist und ist verstockt in seinem Herzen, und dann kannst du für ihn beten. Bete für ihn und gib ihm die Bibelverse, aber wenn er nicht glaubt, ja, dann ist das Gericht über diesen Menschen gekommen, dann kannst du gerne weiterhin für ihn beten. Wie kann ein Gott sterben? Gott wurde Mensch in Jesus Christus und starb einen menschlichen Tod, aber euer Verstand als Muslime ist nicht weiterentwickelt als euer Gehirn vor 1400 Jahren, als Mohammed die Religion der Schlange gebracht hat. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist euch die Weisheit schenken, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass Mohammed alle alten Propheten verleugnet hat, den Sohn Gottes verleugnet hat, den Heiligen Gottes verleugnet hat, den Gesalbten Gottes verleugnet hat, die Kreuzigung und die Rechtfertigung der Vergebung der Sünden der Menschen verleugnet hat, den Vater einen Lügner genannt hat, wie Mohammed es getan hat, nämlich weil er das Zeugnis seines Sohnes abgelehnt hat, hat Mohammed auch den Vater einen Lügner genannt, und Mohammed wartet auf sein Gericht im Totenreich, und am Tag des Gerichts wird er genauso wie Allah, Offenbarung 20,10, in die Feuersee kommen, denn ich glaube nicht, dass Allah der Gott der Bibel ist, sondern ich glaube, dass Allah der Verführer, die Schlange ist, in Sure 354, und sein Zorngericht bekommt am Ende der Tage. 100%. Ich glaube nicht, dass Allah Jahwe ist. Allah ist nicht Jahwe. Jahwe ist nicht Allah. Allah ist fremd. In dieser Generation kann man heiraten gefühlt vergessen. Nein. Nein. Dann liegst du falsch. Such Gemeinschaften mit wahren, wiedergeborenen Christen. Bete zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus, dass sein Wille geschehen soll. Und wenn du bereit bist für eine Frau, dann wird dir Gott eine Frau geben. Wenn du nicht bereit bist, wird dir Gott keine geben. Wenn du eine Frau suchst, um nur mit ihr Spaß zu haben im Bett, ja, was sind das für eine Intuition dahinter? Natürlich ist Geschlechtsverkehr schön und gesegnet in der Ehe. Und wir sind Männer, wir haben Triebe, wir haben unsere fleischlichen Triebe, und wir brauchen das in der Hinsicht, weil wir Männer sind und die Frauen bestimmt auch. Aber du gehst doch nicht mit der Intuition in die Ehe, damit du mit deiner Frau Spaß haben kannst, sondern du gehst mit der Intuition in die Ehe, dass du für den Herrn Kinder bringst, Kinder Gottes, und glücklich einen Partner hast, Fleisch von deinem Fleisch, Gebein von deinem Gebein, wie auch Adam zu Eva gesagt hat. So. Was denkst du über orthodoxe Christen? Gut, sind Geschwister, weil sie genau das glauben, was auch der Wille des Vaters ist. Jetzt mal ganz objektiv, das ist doch offensichtlich, oder? Ja. Ich mag dich, dass du klare Worte, die ich nie als Deutscher sagen könnte. Gott segne dich, Ralf Huber. Hey, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Allein, ich werde sehr oft im Traum vom Teufel verfolgt. Dann bete zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus, dass der Herr Jesus diese bösen Träume von dir nimmt, denn der Feind greift uns in den Träumen an und auch in Versuchungen, wenn du wach bist. So. Genau, zur Offenbarung 2, einfach Offenbarung 2, 18 bis 29 lesen, und dann den Kontext wirst du verstehen. Aus welchem Land kommst du? Ich bin geboren in Syrien, war 18 Jahre im Islam, und dann hat mich Gott gerettet und sich mir durch den Heiligen Geist offenbart und mich frei gemacht, und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich war verloren, jetzt bin ich gerettet. I once was lost, but now I'm found. Kennt ihr das Lied? Ich war verloren und jetzt bin ich gerettet. Okay, freut mich, aber kannst du bitte den Unterschied zwischen Evangelium und Orthodoxie erklären? Nein, kann ich nicht. Das hat nichts in diesem Live zu suchen. Das kannst du gerne von einem Priester erklärt bekommen auf YouTube. Ich bin weder ein Priester, noch kenne ich mich gut mit dem orthodoxen Glauben aus, sondern ich bin ein Evangelist, berufen, das Evangelium zu geben, und nicht berufen, die Unterschiede zwischen Konfessionen zu erklären. Mit meinem ganzen Respekt und Liebe, bitte einen Priester fragen oder auf YouTube Videos gucken. Wie alt bist du? Ich bin 24. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist dich retten, mein lieber Ahmad und alle anderen Muslime. Was ist in Offenbarung mit siebenköpfige Drachen gemeint?
kommt drauf an, was du genau meinst. Gib mir den Vers, dann kann ich später kurz gucken. Was sagst du zur Orthodoxie? Habe ich schon vorhin gesagt. Solange sie den Willen des Vaters tun und glauben und das tun sie, ist alles gut. Sind Geschwister. Was denkst du über den Vatikan? Da gebe ich meine Meinung auch nicht dazu. Halten wir also nur die Gebote, die uns der Heilige Geist eingibt? Apostelgeschichte 15 sagt uns ganz klar, dass wir auch und die Bischöfe bzw. die Patriarchen aus den apostolischen Zeiten, die auch die Konzile gemacht haben, die haben durch den Heiligen Geist entschieden, was für Gesetze die Heiden, wir, die zum Glauben gekommen sind, auf uns gelegt wird. Und da steht ganz klar, kein Blut zu trinken, kein Götzenopferfleisch zu essen und keine Unzucht zu machen. So, und wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern wir sind quasi aus den himmlischen Regionen freigesprochen durch den Sohn, nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Das Gesetz ist gut und gerecht, aber jeder Mensch ist unter dem Fluch davon, in der Hinsicht, dass jeder Mensch das Gesetz gebrochen hat und durch das Gesetz keine Werksgerechtigkeit und keine Gerechtigkeit vor Gott haben kann. Wenn du denkst, durch das Gesetz kommt Gerechtigkeit, dann liegst du falsch. Vom Gesetz kommt keine Gerechtigkeit und du findest keine Gerechtigkeit durch das Gesetz, sondern du hast das Gesetz gebrochen. Und weil du das Gesetz gebrochen hast, brauchst du einen Retter und Jesus Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Er hat das Gesetz perfekt gehalten, hat alle Gebote gehalten, hat ein perfektes Leben gelebt und ist die Erfüllung durch den neuen Bund, durch sein Blut, den neuen Bund, sind wir freigesprochen und nicht mehr unter dem Gesetz. Christen dürfen laut der Bibel kein Schwein essen. Informier dich mal über den neuen Bund, bevor du Schwachsinn von dir gibst und Quatsch mit Soße von dir gibst. Das ist alles Dank, Anna, das ist nicht machbar. Genau, niemand kann 613 Gebote halten, niemand kann die ganzen mosaischen Gesetze halten, außer Jesus Christus, der es gehalten hat. Kein Mensch kann das tun, nur Gott kann es. Und Gott tat das, als Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Woher weiß ich, dass es Gott gibt? Woher du es weißt? Guck mal in den Himmel. Guck mal auf die perfekte Art der Schöpfung. Guck mal auf den Menschen, der ein Sperma war, Flüssigkeit war und so ein Mensch geworden ist. Dass durch so wenig Flüssigkeit, durch so wenig, ich wiederhole, so wenig Flüssigkeit ein Mensch werden kann, in seiner perfekten Haltung, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Die Bibel sagt, ein Narr spricht in seinem Herzen, es gebe keinen Gott. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann bist du ein dummer Mensch, ein Narr. Warum? Denn alles, was du siehst, das verherrlicht Gott. Die Bibel sagt, jedes Geschöpf und jedes Objekt, das einen Odem hat, verherrlicht Gott. Die Sonne verherrlicht Gott, der Mond verherrlicht Gott, der Himmel verherrlicht Gott, die Wasser ober des Himmels verherrlichen Gott, die Engel, die Seraphimen und die Cherubimen und die Erzengel verherrlichen Gott, der Mensch verherrlicht den Gott, die Pflanzen und die Bäume verherrlichen Gott, alles was einen Odem hat, das verherrlicht Gott, den Vater und den Sohn durch den Heiligen Geist. Ein Narr sagt in seinem Herzen, es gebe keinen Gott. Und wenn du auf die Charles Darwins Affentheorie und die dumme Theorie vom Satan glaubst, dann bist du sowieso verloren in der Hinsicht, dass du denkst, dass von nichts, es ist mathematisch nicht mal möglich, mathematisch macht es keinen Sinn. Mathematisch gesehen kannst du nichts von nichts schaffen. Du kannst nicht nichts von nichts schaffen. Du kannst nicht aus dem Nichts nichts erschaffen. Das ist mathematisch nicht möglich. So ist auch die Charles Darwin satanische Theorie für den Arsch. Tut mir leid, dass ich so rede, aber sie verführt die Menschen. Was sagt deine Eltern dazu, dass du Christ bist? Erstens wohne ich nicht mehr bei meinen Eltern. Zweitens ist es nicht gut, wenn man die Ehre der Menschen sucht. Aber ich beantworte gerne die Frage. Meine Mutter hat nichts dagegen, niemand hat was dagegen, weil sie mittlerweile sehen, wie ich durch den Glauben gewachsen bin. Und was der Glaube mit mir gemacht hat. War heute so unproduktiv, fühle mich so schlecht deswegen. Dann bete zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus und empfange Kraft und Produktivität. Ne?
Geh was Gutes essen, trink ein Glas Wasser, iss Obst und Gemüse, bete zum Vater im Namen des Herrn Jesus, tue Buße, das wird dir gut tun. Meine Mutter hat zu mir gesagt, dass ich keine zweite Taufe brauche. Ich kann eine zweite Kommunion machen. Okay, dann glaubst du deiner Mutter mehr als dem Wort Gottes. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir in den Tod des Herrn Jesus hereingetauft sind und dass wir eine persönliche Entscheidung für den Herrn Jesus fallen und dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Weiß ein Baby oder erkennt ein Baby, dass es ein Sünder ist? Glaube ich nicht. Weiß ein Baby, dass es in den Tod des Herrn Jesus getauft ist? Das glaube ich nicht. Weiß ein Baby, dass er oder sie sich ein Leben für den Herrn Jesus entscheidet? Ich glaube nicht. Und das mit den Taufpaten macht auch für mich keinen Sinn. Dann am Ende der Tage entscheiden nicht deine Taufpaten, dass du in den Himmel kommst, sondern du. Du. Und du musst persönlich eine Entscheidung für den Herrn Jesus fallen und auf deinen Glauben und dein Bekenntnis lässt du dich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden und der Gabe des Heiligen Geistes als Jugendlicher oder junger Erwachsener oder Erwachsener, wenn du verstehst, was die Taufe ist und wenn du verstehst, dass du für den Herrn Jesus mit deinem freien Willen nicht als Baby leben möchtest. Ja. An wen hat Maria geglaubt, als Jesus geboren wurde? An den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Maria verherrlicht ihr Kind im Bauch als Herrn. Maria nennt das Kind in ihrem Bauch mein Erlöser, ich habe den Herrn. Und Engel Gabriel verkündigt, Maria, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären, sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird in den Namen den Reicht, nee. Und Gott, der Herr, wird dem. Ach, wir lesen es. Ich habe so lange Lukas 2 nicht mehr gelesen. Tut mir leid. Und Gott, der Herr, wird dem das Reich übergeben oder so. Moment. Lukas 2. Ich bin eingerostet bei dem Thema. So, hier steht. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr, so. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und Maria sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also wenn wir auf deine schlangenartige Argumentation gehen, da macht es sowieso keinen Sinn, denn Engel Gabriel hat den Sohn Gottes verkündigt und keinen sterblichen Isa ibn Mariam, den Scharlatan, der niemals geliebt hat und ein imaginärer Person ist. Und da steht ganz klar, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Engel Gabriel nennt Jesus den Herrn und Maria nennt Jesus den Herrn. Da steht, was sagt denn Maria? Maria sagt, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Liest du? Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Und dann sagt der Engel, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und Maria sagt, mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Also Gott, mein Retter, den ich geboren habe und werde. Verstehst du? Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Also öffne deine Augen für das Evangelium und nimm endlich deinen Retter an. Christus ist der Herr. Sogar Maria sagt, dass Jesus Gott ist. Also, ja. Ist doch klar, wer wirklich Ahnung hat und wer nicht verstockt ist im Herzen und seine Augen öffnet, der weiß Bescheid, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus Gott ist. Ich weiß nur, meine Mutter erlaubt es mir nicht und fragt, was ich machen soll. Dann werd erwachsen und such dir eines Tages eine eigene Wohnung, wo du selbst entscheiden kannst, was über dich stimmt und wie du machen sollst. Welche Bibelvers war das mit Maria? Ich mag dich. Du fragst immer nach den Versen. Du arbeitest mit mir mit, mein Lieber. Ich mag das. Du fragst immer nach den Versen. Ich gebe dir gerne die Verse.
Lukas 1, Abvers 46. Lukas 1, Abvers 46, der Lobpreis Marias und dazu Lukas 2, 11. Lukas 1, 46 und Lukas 2, 11. Kannst du etwas über orthodoxe Katholiken etc. reden? Kann ich nicht. Und mache ich auch nicht. Ich bin nicht hier, um Spaltung reinzubringen, sondern ich bin hier, das Evangelium zu sagen. Ist deine Familie muslimisch? Ja. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist sie retten. Jetzt weiß ich, was ich sagen soll oder was mache. Mein Lieber, guck mal. Wenn meine Mutter mir sagen würde, lass dich nicht taufen, dann würde ich mich trotzdem taufen lassen, weil das ist der Wille Gottes, dass ich mich taufen lasse. Und was Gott sagt, das interessiert mich und nicht, was ein Mensch über den Willen Gottes sagt und gegen den Willen Gottes ist. Verstehst du, was ich meine? Ehre Vater und Mutter, aber wenn sie gegen den Willen Gottes sprechen, dann mach den Willen Gottes. Betest du für deine Familie? Natürlich bete ich für meine Familie. Deine Familie sind die Richtigen. Meine Familie sind verloren, wenn sie nicht Buße tun und den wahren Gott der Bibel nachfolgen, nämlich den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, der dreieine, wahre, allmächtige Gott. Und das geht auch an alle Muslime. Es tut mir weh im Herzen, wenn ich hören würde, sie würden verloren gehen. Wenn ich in 50 Jahren hören werde, jemand ist gestorben von meiner Familie. Die Bibel sagt, ewige Verdammnis, ewige Hölle, ewige Feuersee für jede Menschenseele, die den Sohn Gottes ablehnen. Ewige Pein, keine Ruhe Tag und Nacht in der Feuersee für jede Menschenseele, die den Sohn Gottes ablehnt. Und auch für dich, mein Lieber. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Und als Muslim kann ich dir sagen, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 22 und 23, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Lügner und der Antichrist. Hörst du das? Das ist der Lügner und der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Der Teufel, der Antichrist, leugnet den Sohn Gottes. Der Teufel leugnet den Sohn Gottes. Allah leugnet den Sohn Gottes. Somit ist Allah laut der Bibel der Verführer, der Antichrist, der Teufel persönlich, der den Sohn Gottes, die Kreuzigung, die Auferstehung, die Vergebung der Sünden verleugnet. Nur der Teufel leugnet den Sohn Gottes und die Kreuzigung und die Vergebung und die Gnade Gottes in Christus Jesus. Und wenn du weiter erzählst, dass sie auf dem richtigen Weg sind, sage ich dir ganz klar. Sprüche 8, 35 bis 38, der Teufel und der Antichrist leugnen den Sohn Gottes. Und auch in Sprüche 8, Vers 35, da steht ganz klar. Wer mich findet, da spricht der Sohn. Wer mich findet, der findet das Leben und empfängt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich verwirft, tut seine Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Alle, die den Sohn Gottes ablehnen, lieben den Tod. Ihr bleibt lieber in eurer Finsternis, als Kind der Finsternis und als Kind der Dunkelheit. Wenn ihr den Sohn Gottes verleugnet, bleibt ihr in der Dunkelheit und in der Finsternis und wollt nicht mal ins Licht kommen. Denn Jesus ist das Licht der Welt. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherwandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ihr habt das Licht des Lebens nicht, denn ihr glaubt nicht an das Licht des Lebens und ihr glaubt nicht an das ewige Leben, denn Christus ist das Licht und das ewige Leben. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, den Vater nicht. Ihr schickt euch selber in die Hölle durch euren Unglauben, eure Verstocktheit, Hochmütigkeit, Arroganz und Stolz gegenüber dem Unglauben, dem Sohn Gottes. Denn der Vater gibt Selbstzeugnis über seinen Sohn. Mein Sohn ist das ewige Leben. Glaubt an meinen Sohn und ihr habt ewiges Leben. Glaubt ihr nicht an meinen Sohn und ihr werdet das ewige Leben nicht sehen, sondern mein Zorn bleibt auf euch allen, die ihr meinen Sohn ablehnt. Der Vater gibt Zeugnis über seinen Sohn. Bedenke,
an das Wort, was ich gerade gesagt habe. Du schickst dich selber in die Hölle als Muslim oder Buddhist oder Hinduist oder Atheist. Warum? Weil du dem Teufel mehr geglaubt hast, außer du tust Buße und kehrst um von deinen verkehrten Wegen. Es ist Liebe, wenn ich sage, dein Glaube schickt dich in die Hölle, denn ich möchte dir den geraden Weg zeigen. Ich möchte dir die Wahrheit zeigen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich wäre ein Heuchler und ein Lügner, wenn ich sagen würde, es gibt einen anderen Weg außer Jesus Christus. Es gibt nur einen Weg zu Gott, den Vater, und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus von Nazareth. Sollen wir das Böse hassen? Ja. Allah und Isharef haben eine Sünde. Alles ist erlaubt, nicht alles dient zum Guten. So. Ich habe nichts dagegen. Ich glaube, das Wort Gottes spricht auch nichts dagegen. Aber die Bibel sagt ganz klar, lass nicht durch deine Schönheit dich leiten lassen. Schönheit ist vergänglich. Eines Tages hast du hier 100 Falten, hier 100 Falten, hier, und dein ganzer Körper ist mit Falten. Und dann kommst du als Skelett eines Tages in dein Grab. Und dann interessiert auch dein Grab nicht mehr, ob du rote Haare hattest oder schwarze Haare hattest, sondern lass dich von innen heraus verändern. Lass dich innerlich verändern durch die Wandlung und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Gott sieht nicht auf deine Äußerlichkeiten, sondern Gott sieht in dein Herz. Gott möchte dein Herz. Gott möchte, dass er dich verändert von innen heraus. Und Gott möchte nicht dein Lippenstift oder deine Gucci-Tasche oder deine Michael Kors-Uhr oder deine roten Haare, die du beim teuren Friseur gemacht hast, oder deine langen Fingernägel, die du für 80 Euro beim Nagelstudio gemacht hast, sondern Gott möchte dein Herz, Gott möchte eine Beziehung mit dir haben und dich von innen heraus ändern. Gott möchte nicht deine Ralph Lauren Hemd und deine Shorts und deine Hugo Boss Gürtel und deine Bauchtasche oder sonst was sehen, sondern Gott hat kein Ansehen der Person. Gott möchte dich von innen heraus ändern. Gott sieht auf dein Herz und nicht an dein Ansehen deiner Person. Sprüche 31. Sprüche 31, Vers 29 bis 31. Sprüche 31. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Okay? Habt ihr verstanden? Als Frauen, Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Deine Schönheit vergeht, deine Persönlichkeit vergeht nicht. Dein Lippenstift vergeht am Abend, dein Herz vergeht nicht. Deine Haare werden vergehen, deine Knochen werden vergehen, dein Skelett wird vergehen, deine Werke und dein Glauben vergehen nicht. Schönheit kommt trotzdem von Gott, Allah, man wurde von Gott gesegnet dadurch. Okay? Und die ganzen satanischen Leute von Hollywood, die ihre Schönheit haben, äußerlich, aber innerlich dämonisch sind, erzähl mir von davon. Ob du von Gott gesegnet bist, schön, das ist schön und gut. Ich kenne Menschen, die schielen, ich kenne Menschen, die haben keine Hände, ich kenne Menschen, die haben keine Füße und sind schöner als jeder andere Mensch innerlich durch den Heiligen Geist. Ich kenne Menschen, die haben keine Hände, Füße, ich kenne Menschen, die sind blind, und viele andere, aber innerlich sind sie sauber. Innerlich sind sie durch den Heiligen Geist erfüllt. Du kannst von mir aus schön sein, aber wenn du denkst, dass deine Schönheit dir was bringt vor den Heiligen Gott, dann hast du die Bibel nicht verstanden. Gott hat kein Ansehen der Person. Gott hat kein Ansehen der Person. Ob du dick, dünn, weiß, schwarz, braun, groß, klein, Türke, Afghaner, Deutscher, Albaner, Serbe, Russe, egal was du bist oder egal was für Abstammung oder egal wie du aussiehst,
Vor Gott zählt nur dein Herz, deine Person, dein Geist und deine Seele und nicht deine Äußerlichkeiten. Du kannst von mir aus schön sein, aber lass dich nicht verführen durch deine Schönheit. Du kannst gerne schön sein, aber lass dich nicht verführen durch deine Schönheit. Ich habe nichts gegen Menschen, die sich schön kleiden oder sich schön zeigen und präsentieren. Aber wenn du dich gegen den Willen Gottes kleidest oder gegen den Willen Gottes dich offenbarst und zeigst vor den Menschen, dann habe ich ein Problem damit. Und Gott hat ein Problem damit. So wie diese ganzen Christinnen, die Bibelverse haben in ihrer Biografie oder sagen in ihrer Biografie, in ihrem Status, ich liebe Jesus und posten dann Bibelverse, zeigen sich aber halbnackt vor der Kamera, zeigen sich halbnackt auf Instagram oder TikTok, präsentieren ihren Arsch und ihre Brüste halbnackt und sagen dann, I love Jesus. Hast du überhaupt Jesus verstanden und die Worte, die der Herr gesprochen hat durch die Heilige Schrift, ist meine Frage. Wie kannst du sagen, I love Jesus und hast Bibelverse in der Biografie, zeigt sich aber, als würde man sagen, springt auf mich. Ihr sucht die Anerkennung der Menschen. Ihr sucht die Ehre bei den Menschen. Ihr wollt Likes, ihr wollt Follower. Die meisten Frauen, die nicht verbunden sind mit dem Heiligen Geist, die suchen lieber die Anerkennung durch Likes, durch Follower und das alles. Auch bei den Männern das Gleiche. Ich verurteile auch die Männer dabei in der Hinsicht, ich verurteile sie nicht natürlich, aber diese Menschen, die sich so zeigen. So, das meine ich. Und das sollte man nicht. Man soll nicht die Ehre der Menschen suchen, sondern die Ehre Gottes. Was Gott über einen denkt, das interessiert mich. Würde ich, Paulus sagt, rede ich jetzt für Menschen oder rede ich jetzt für Gott? Wenn ich für Menschen rede, ja, dann kann ich gleich sagen, Leute, kommt, spendet, komm, jetzt eine Rose, komm, jetzt eine Galaxie, jetzt ein Löwen und dann liked alle meine Bilder und das und das und das und jenes, wie die ganzen weltlichen Menschen hier auf TikTok sind. Nein! Sucht nicht die Ehre der Schöpfung oder durch die Schöpfung oder die Ehre der Menschen, sondern sucht euch die Ehre Gottes. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr sehen, was ich damit meine. Bob, komm, komm, komm. Hey. Leute, wartet kurz. So, jetzt passt. Komm, sag mal kurz Hallo, Schatzi. Sag mal kurz Hallo. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Hallo, sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Mein kleiner Tiger, ha? Mein kleiner Tiger. Mein kleiner Tiger. Jetzt kommt die zur Kamera. Ey! Was denn? Was ist denn?
Jetzt kratzt sie sich an mein Handy. Ey. Okay, reicht jetzt. Ist das meine? Nee, das ist nicht meine. Aber wir haben eine ähnliche zu Hause, aber das ist nicht meine. Aber sie ist so ein Schatz. Ja, möchtest du raus? Gleich. Gleich gehst du raus mit mir. So, Leute. Tiere sind schön, ja. So hübsch, ja. Darf man bauchfrei tragen? Nein, man sollte das eigentlich nicht tun. Seinen Charme zu zeigen, laut der Bibel. Ich sage dir, was die Bibel sagt. Was du tust, ist dir überlassen. So. Aber ich empfehle dir, nach dem Willen Gottes zu leben. Wenn du privat mit deinem Mann bist, zum Beispiel, wenn du privat mit deinem Mann bist, unterwegs auf einem See oder so, dann ist es okay. Aber vor anderen Menschen sollst du deinen Charme verdecken, in der Hinsicht, im Oberschenkelbereich, zwischen Schambereich und Oberschenkel, Brüste, dein Bauch. Wenn du mit deinem Mann bist, kannst du gerne dich vor deinem Mann so zeigen, wie du möchtest, aber vor anderen Menschen, die anderen Menschen sollen nicht sehen, wie du dich präsentierst. Darf man mit einem Ungläubigen zusammen sein? Ich werde dir was vorlesen und dann sag mir, was die Bibel sagt. Darf ich mit einem Ungläubigen zusammen sein? Fragt die Schwester. Ich werde dir was vorlesen und dann sag mir, was hier steht. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Ich wiederhole. Zieht dich in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzeslosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Satan überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Zweiter Korinther, Kapitel 6, ab Vers 14. Ah, dann darf man fragen, wie alt du bist. Ich bin 24. 24. I'm a young man. Wie kann ich anfangen, das Böse zu hassen? Indem du im Heiligen Geist wandelst und die Bibel studierst und nach der Bibel lebst, jeden Tag die Bibel liest und betest zum Vater im Namen des Herrn Jesus, das Angesicht des Herrn suchst und dann wirst du merken, wie die Bibel zu dir spricht und wie du leben sollst. 2. Korinther Kapitel 6 ab Vers 14. Leute, ich kann nicht jede Frage beantworten. Ich ignoriere niemanden, außer es ist eine dumme Frage. Jetzt hat die Katze mich vollgemacht mit Haaren, ne? Bro, kommentiere in den Himmel, mein Hund ist heute verstorben, oder steht das nicht in der Bibel? Das steht nicht in der Bibel. Die Bibel sagt auf jeden Fall, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind und die Tiere sind nicht nach dem Bild Gottes geschaffen. Ob die Tiere jetzt in den Himmel kommen, das weiß ich nicht. Ich wünsche es mir zumindest. Aber ja, möge der Herr deine Trauer nehmen und dich aufbauen. Ich weiß, man baut eine Beziehung auf mit einem Tier, ob Katze oder Hund oder Affe oder sonst was oder Vogel, man baut immer eine Beziehung auf und dann ist man extrem traurig, warum das Tier gestorben ist. So, was ich dir sagen kann, ist,
Es gibt Tiere im Himmel, das weiß ich, es gibt Tiere im Himmel. Ob die Tiere auf der Erde auch im Himmel sind, die verstorben sind, das weiß ich nicht. Ein Cousin fragt mich immer, wie kann Jesus keine Kinder nicht helfen oder Krebs, was soll ich antworten? Doch, wenn deine Eltern Krebs haben, dann kannst du für sie beten. Wenn die Kinder Krebs haben, dann sollten die Eltern beten. Wenn das Kind trotzdem stirbt, dann möchte der Herr Jesus dieses Kind nach Hause holen. Wenn das Kind gesund wird, Halleluja. Wenn nicht, trotzdem Halleluja. Denn wenn jemand in Christus stirbt, dann stirbt er nicht, sondern er ist lebendig gemacht durch das Austreten des Körpers und dem Fleisch und kommt zurück nach Hause zu seinem Schöpfer. Ob er stirbt oder nicht, zu beiden Halleluja. Und ich kann dir sagen, Krankheiten sind durch die Erbsünde in die Welt gekommen. Durch den Versucher, den Ankläger der Nationen, den Widersacher der Nationen, genannt auch der Teufel, Luzifer, der Satan, der den ganzen Erdkreis täuscht. Durch ihn, durch die Verführung der Frau Eva, durch die Schlange kam die Erbsünde und durch die Erbsünde kamen Krankheiten, der natürliche Tod und alles andere, Schmerz, Leid und so weiter. Das kam durch den Widersacher. Ah, hast du Hunger, ha? Hast du Hunger? Ich wusste, dass dir das schmeckt. Ich wusste, du magst Rindfleisch. Die Katze isst endlich, Leute. Die Katze isst so wenig. Ich bin froh, dass die Katze jetzt etwas isst. So. Gesegneten Nachmittag dir auch. Ich habe Schwierigkeiten, die Bibel zu lesen, weil ich die Wörter nicht verstehe, aber ich will verstehen. Dann bete zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus für Weisheit, dass der Herr durch dich spricht und in deinen Geist spricht und dass du die Bibel auslegen kannst und verstehen kannst. Bete das. Bete für Weisheit. Bete, dass du die Schrift verstehen kannst. Bete, dass der Herr dich leitet durch den Heiligen Geist, die Bibel zu verstehen und nach der Bibel zu leben. Und nimm keine Elberfelder oder so. Ich empfehle natürlich immer die Schlachter, aber wenn du dich extrem schwer tust, ja, okay, meinetwegen, dann lies die Hoffnung für alle. Aber wenn du dich steigern möchtest und entwickeln möchtest durch deine Bibel lesen, dann empfehle ich die Schlachter 2000, weil die Elberfelder ist halt noch schwieriger ausgelegt als die Schlachter. Darum. Die Schlachter ist schön, die Schlachter ist stark geschrieben. Ah, die Elberfelder meine ich, die Elberfelder ist stark und schön geschrieben, aber sie ist halt noch schwieriger als die Schlachter zu verstehen. Darf man viel Geld haben? Ja, kommt darauf an, was du mit dem Geld machst. Gott segnet auch Menschen im Finanziellen. Kaufst du dir ein Lamborghini oder kaufst du dir ein Familienauto, wo du deine Kinder von A nach B bringst und vielleicht Spenden tust, missionarisch nach Afrika gehst oder nach Jemen oder nach Syrien oder Afghanistan oder irgendwo auf der Welt, wo es Hunger und Leid gibt und hilfst den Menschen durch die Gabe Gottes, was Gott dir gegeben hat. Hilfst du, einen Brunnen zu bauen? Ist das dein Beruf, deine Berufung eines Tages, wenn du viel Geld hast? Oder möchtest du lieber sinnlos dein Geld verschwenden im Materialismus? Ich kaufe mir Lamborghini und lebe beste Leben, ja, für 80 Jahre. Und dann kommst du in dein Grab und dein Lamborghini kommt auf den Schrotthaufen eines Tages und wird verrostet. Das ist kein schönes Leben. Es ist ein schönes Leben, wenn man eine Familie hat, in Liebe wandelt und durch den Heiligen Geist wandelt und sich Schätze im Himmel sammelt. Brunnen und neuen E-Scooter, mein Alter wurde zapzarab gemacht. Leute, ich kenne Millionäre, ich kenne Milliardäre, die haben alles, was sie wollen, aber sie haben keinen Frieden im Herzen. Sie brauchen den Herrn Jesus. Du kannst Millionen von Euros haben, wenn du nicht Jesus hast, bist du nackt und entblößt vor dem Heiligen Gott und du hast
gar nichts. Ich bin Christ, ja, ich bin ein Kind Gottes, berufen als Evangelist. Ex-Muslim, jetzt berufen, die Muslime aufzuklären. Jedes wahre Kind Gottes ist reicher. Amen. Ich habe meinen Palast oben im Himmel, Johannes 14. Ich weiß, wo ich hinkomme und ich weiß, dass ich mein Haus und mein Palast beim Herrn Jesus habe. Ich weiß es. Nicht nur, ich hätte es gerne, sondern ich weiß es auch. Hab mich gestern getauft. Halleluja. Die Engel jubeln im Himmel. Möge Gott dich segnen, möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist dich leiten und dich segnen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich wiederhole, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus bereitet uns eine Stätte. Jesus hat für uns einen Palast. Jesus hat für uns eine Wohnung. Und das im neuen Jerusalem. Und das ist mir lieber als irgendein Haus, das eines Tages in den Feuerofen kommt, am Ende der Tage. Das ist mir lieber als ein Lamborghini, das verrostet eines Tages und ich als Skelett in mein Grab komme. Sondern ich sammle mir Schätze im Himmel, wie der Herr Jesus gesagt hat, als irgendwelchen Kontostand, sechsstellige Zahlen und schöne Autos oder Frauen oder sonst was. Mein Vater meinte, dass ich meinen Nachnamen weg. Okay. Der Herr gibt uns das, was wir brauchen, nicht was wir wollen. Amen. Ich habe drei Gottes, oder? Nein, wir haben einen Gott. Schema Israel. Höre Israel, euer Gott ist ein Gott. Wie kann ich Namen von Jesus beten, wenn ich ihn automatisch auch anbete? Er ist ja auch Gott. Bete zum Vater im Namen des Herrn Jesus. Oder bete direkt zum Herrn Jesus. Wer den Sohn anbetet, der betet den Vater auch an. Ja. Genau. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn anbetet, der betet den Vater an. Johannes 5. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als das, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ganz klar. Wer den Sohn Gottes nicht ehrt, der ehrt Gott den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Wenn du an Gott glaubst, aber nicht an den Sohn Gottes, so bist du ein Lügner laut der Heiligen Schrift und ein Antichrist und du glaubst den Lügen dem Teufel mehr. Denn der Teufel leugnet den Sohn Gottes, der Teufel leugnet die Kreuzigung und die Auferstehung und die Vergebung der Sünden. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Period. Das sagt die Heilige Schrift. Es gibt nur einen Weg, eine Wahrheit und ein Gott. Und Jesus sagt, ich bin der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Wenn du behauptest, Gott zu glauben, aber nicht an den Sohn, so machst du den Vater zum Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Du liebst den Feind, glaubst an den Teufel mehr als an den Sohn Gottes. Denn der Sohn Gottes ist die Person der Wahrheit und die Person des ewigen Lebens. Und wer den Sohn nicht hat, der hat die Wahrheit und das ewige Leben nicht. Und der kann nicht glauben. Denn wer den Sohn nicht hat, hat den Vater und den Geist nicht. Rede ich manchmal Chinesisch, rede ich Lateinisch, rede ich Griechisch, rede ich Russisch, dass man mich nicht versteht, oder will der antichristliche Geist nicht verstehen in den meisten Menschen? Der Geist des Teufels, des Antichristen, möchte nicht hören, dass Jesus Herr und Gott ist. Der Geist des Teufels glaubt nicht an den Sohn Gottes, an die Kreuzigung und an die Auferstehung und dass Jesus die absolute Wahrheit ist. Und die Bibel sagt uns ganz klar, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, jeder Mensch, der bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Und wer ist ins Fleisch gekommen? Das Wort wurde Fleisch. Wenn du bekennst, dass Jesus Gott im Fleisch gekommen ist, dann bist du aus Gott geboren. Bekennst du nicht, dass Jesus Gott im Fleisch ist, das Wort Gottes wurde Fleisch, bekennst du es nicht, wie die Muslime und Andersgläubigen es nicht tun, dann bist du nicht aus Gott und das ist der Geist des Antichristen in dir, der nicht bezeugen kann, dass Jesus Herr und Gott und Meister und Rabuni und Rabbi und die Tür zu den Schafen, der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega ist. Du kannst es nicht bekennen, weil du nicht von Neuem geboren bist. Du musst von Neuem geboren werden. Darum sagt auch die Bibel ganz klar, jeder ist in Sünden geboren, jeder ist als Kind des Zorns geboren. Du bist schon auf dem Weg in die Hölle. Jesus sagte, du musst jetzt nicht nur fleischlich geboren werden, aus deiner Mutter geboren werden, fleischlich geboren, sondern du musst jetzt geistlich geboren werden. Du wurdest fleischlich geboren, aus deiner Mutter gezeugt, jetzt musst du geistlich neu geboren werden, um ins Reich Gottes zu kommen. Und das ist nur möglich, wenn du wirklich vom ganzen Herzen glaubst und mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst, dass Gott der Vater den Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden, dass du bekennst, dass du ein Sünder bist und seine Gnade brauchst, dass du bekennst, dass Jesus der ewige Sohn Gottes ist, dass er das Wort Gottes, Gott im Fleisch ist, für deine Sünden und für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden. Durch dieses Bekenntnis, das Glauben im Herzen mit dem Mund zu bekennen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, bist du gerettet. Römer 10, Vers 9 bis 10. Du bist gerettet. Wer aber nicht Jesus als den Sohn Gottes anerkennt und nicht bekennt, dass er das Wort Gottes im Fleisch ist und nicht bekennt, dass er gekreuzigt und auferstanden ist, so bekennt er lieber die Lüge des Teufels und glaubt dem Teufel mehr, denn der Teufel ist ein Lügner von Anfang an und der Teufel leugnet den Sohn Gottes und die Kreuzigung und die Auferstehung, so wie es auch Allah tut im Koran, der alles verleugnet, was laut der Bibel dir ewiges Leben gibt, weil der Teufel gerichtet worden ist durch das Werk am Kreuz und der Teufel möchte nicht, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Das ist das Ziel des Teufels, dass er dich verführt zum Unglauben gegenüber dem Sohn Gottes. Und darum ist der Islam gefährlich. Der Islam kommt vom Feind. Der Islam verführt Milliarden von Menschen in einer falschen Glaubensrichtung gegen den Sohn Gottes, gegen das ewige Leben, gegen die Kreuzigung, gegen die Auferstehung, gegen das Kreuz. Sie haben ein Problem mit dem Kreuz, denn am Kreuz wurde ihr Gott vernichtet. Am Kreuz wurde Satan vernichtet. Am Kreuz wurde ihr Gott vernichtet im Koran. Und darum hat der Koran und der Gott des Korans ein Problem mit dem Kreuz. Der Teufel möchte nicht, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Denn das Wort des Kreuzes ist die Torheit eines Menschen, damit er verloren geht. Sie hätten gerettet werden können, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, sie hätten alle gerettet werden können. Aber da sie der Wahrheit ungehorsam waren und gegen die Wahrheit gelebt haben, gegen die Lästerung, gegen den Heiligen Geist und in ihren Unglauben gegenüber dem Sohn Gottes nicht geglaubt haben und verloren gegangen sind. Darum, weil sie antichristliche Geister
mehr geglaubt haben und Dämonen mehr geglaubt haben als den Sohn Gottes, der hochgelobte Gott in Ewigkeit, Jesus Christus von Nazareth, der einzig wahre, lebendige Gott, der Gott, der in seine Schöpfung kam, als der Vater durch den Geist den Sohn in die Jungfrau Maria gegeben hat und er perfekt heilig geboren wurde und ein perfektes Leben gelebt hat und für deine und meine Sünden gekreuzigt und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist. So, überleg das. Mach dir Gedanken darüber. Mach dir Gedanken darüber. Vergleich dein Buch als Muslim mit der Bibel. Und dann wirst du sehen, dass dein Buch vom Feind ist und dann, dass dieses Buch die Freiheit schenkt. Die Bibel ist Gottes Wort. Der Koran ist nicht Gottes Wort. Das Alte Testament ist Gottes Wort. Das Neue Testament ist Wort. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, er hat uns den Vater gezeigt. Niemand hat Gott je gesehen, außer der Sohn, der vom Vater auf die Erde gekommen ist und von der Erde zum Vater hinaufgestiegen ist. Die Bibel ist Gottes Wort, alles andere kannst du in die Tonne schmeißen. Ich meine jetzt von mächtigen Büchern, die glauben, dass sie von Gott sind. Jetzt nicht Kirchenväter oder die Lehren der Apostel oder die Schüler der Apostel. Das respektiere ich vollkommen. Ich meine jetzt Bücher, die gegen das Kreuz sind und gegen den ewigen Sohn Gottes. Die kannst du in die Tonne schmeißen. In Matthäus 10, 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel, ganz klar. Ihr verleugnet werden von dem Sohn Gottes eines Tages. Da steht ganz klar, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Bettina, Tipps, Sportwetten, öffne dein Gehirn, was Gott dir geschenkt hat und hör auf, blasphemische Gedanken und Denkweisen hier reinzuschreiben. Schäm dich ein bisschen, lies doch mal 2 Kapitel aus dem Lukas-Evangelium, meine liebe Bettina, und hör auf, den Geist zu blasphemieren. Was schreibst du da für einen Dreck hinein? Dass Gott Geschlechtsverkehr hatte oder sonst was. Gott bewahre, möge der Herr Jesus Christus dir vergeben, du arme Seele. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und wurde empfangen durch den Heiligen Geist, ohne fleischlichen Geschlechtsakt, sondern rein als Jungfrau wurde Maria und wurde sie empfangen durch den Geist und hat den Sohn Gottes fleischlich als Mensch geboren, ohne jeglichen Geschlechtsakt mit einem Menschen, sondern rein jungfräulich. Aber der Geist des Antichristen ist so dermaßen ekelhaft in den Menschen und ist so dermaßen, es ekelt mich an, wie Menschen denken und wie Menschen reden können gegenüber meinem Gott und meinem Retter Jesus Christus. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, wie manipuliert und pervers die Menschen schon denken. Ja, aber ich verurteile dich nicht, Bettina. Ich rede so, weil ich es nicht verstehe, dass du nicht 2 Kapitel aus Lukas Evangelium lesen kannst. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist dich retten und deine Seele retten. Ich verurteile dich nicht, aber ich verurteile deine blasphemischen Redearten gegenüber meinem Gott, Jesus Christus. Möge der Herr dich segnen. Und dir diese perversen Gedanken aus deinem Kopf nehmen durch den Geist des Antichristen. Jeder Mensch wurde durch die Krankheit und die Erbsünde geboren und ist manipuliert worden vom Verführer, vom Widersacher. Ihr müsst aus Neuem geboren werden. Aber dann kannst du bitte Johannes 14, 12 erklären. Ich verstehe, dass wir in Jesu Werke vollbringen können. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ganz klar. Ja.
Es gibt Menschen, die sind ausgestattet mit der Begabung, Menschen zu heilen, Blinde sehend zu machen. Glaubst du nicht? Darum seht ihr, dass es Endzeit ist. Derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, derselbe Geist ist in uns. Aber die meisten Menschen sehen die Kraft des Heiligen Geistes und unterschätzen die Kraft des Heiligen Geistes. Sie beten nicht für die Gaben des Heiligen Geistes. Sie beten nicht für die Wahrheiten des Heiligen Geistes. Es gibt Menschen, die können Blinde heilen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt Menschen, die können deine Schmerzen heilen im Namen Jesus Christus. Es gibt Menschen, die können durch den Namen Jesus Christus Tote auferwecken durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie die Apostel es getan haben, so kann es auch ein jener, der wirklich die Kraft des Heiligen Geistes und die Gabe bekommen hat. Nicht jeder kann heilen. Heilen im Namen Jesus ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Heute geht das noch, ja. Aber wir leben in dieses manipulative 2023, wo der Satan seinen Thron aufgeschlagen hat und ihn erneut aufschlagen wird, wenn er in der letzten Endzeit kommen wird durch den Sohn des Verderbens, den Antichristen. Derselbe Geist, der Christus auferweckt hat, derselbe Geist wohnt in euch. Ihr unterschätzt die Kraft des Heiligen Geistes. Betet für die Gaben des Heiligen Geistes. Betet für die Gaben des Heiligen Geistes und betet für die Früchte des Heiligen Geistes. Dann werdet ihr sehen, jeder von euch hat eine Gabe von Gott bekommen oder mehrere Gaben von Gott bekommen. Sandra, auf Wiedersehen. Adios, amigos. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist sich dir offenbaren, Sandra. Ich habe es dir schon vorhin gesagt. Du bist die ganze Zeit in meinem Stream. Ich habe so harte Worte gegenüber dem Islam gesprochen, weil ich die Wahrheiten ausspreche, die kein anderer ausspricht hier auf TikTok. Und trotzdem kommst du als Deutsche, als eine Christin eigentlich und gibst dir deinen Senf von Anfang bis Ende und da kommt nur Blödsinn hinaus. Wäre besser, dass du Muslim geworden wärst. Dann geh und mach deinen Weg. Geh in die Shisha mit deinem Ali oder mit deinem Mahmoud und geh deinen Weg als eine Möchtegern Dilara, wenn du etwas gegen meinen Herrn und meinen Gott hast. Wenn du glückselig und wenn du ewiges Leben empfangen möchtest, dann geh und verliebe dich in den Herrn Jesus und geh und glaub an das Evangelium, damit du gerettet wirst. Aber in der Endzeit glauben viele an dämonischen Leben. Wäre besser, dass du Muslim geworden wärst. Für kein Geld der Welt wäre ich bereit, Muslim zu werden erneut. Für kein Geld der Welt. Gib mir die ganze Welt. Gib mir die Sonne. Gib mir Amerika. Gib mir Russland. Gib mir Deutschland. Gib mir die ganze Welt vor meinen Füßen. Ich werde niemals mein Glauben zum Herrn Jesus verleugnen. Töte mich. Foltere mich. Schlag meinen Kopf ab. Reiß mein Herz hinaus, reiß meine Glieder raus, schmeiß mich in den Feuerofen. Ich verleugne nicht den Sohn Gottes und ich gebe meinen Glauben nicht auf. Ich kenne Jesus. Ich weiß Jesus, dass er Gott ist. Ich kenne ihn. Er hat mich zu einer neuen Person gemacht durch den Heiligen Geist. Er hat sich mir offenbart. Ich kenne ihn. Wenn du ihn nicht kennst, dann tut es mir leid für dich. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist deine Seele retten und sich dir offenbaren. Der Herr Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist vom Vater gegeben worden. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht den Menschen zu mir und ich werde mich ihm offenbaren und werde in ihm wohnen und werde mit ihm das Mahl essen. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr und mein Gott, wenn nicht der Geist Gottes es bekennt aus einem Menschen. Darum können die Muslime nicht bekennen, dass Jesus Herr und Gott ist, weil der Geist des Teufels das nicht bekennen kann und der Geist des Antichristen bekennt nicht den Sohn Gottes, die Kreuzigung und die Auferstehung und den wahrhaftigen Gott Jesus Christus. Ihr könnt nicht glauben, weil der Vater euch noch nicht auserwählt hat, beziehungsweise ihr zu stolz, arrogant und hochmütig seid, wie auch die Eigenschaften Luzifers im Himmel, als er rebellierte und ein Drittel der Geistwesen, der Seraphimen, der Cherubimen und der normalen Engel und vielleicht sogar Erzengel, ich weiß es nicht, verführt hat und Luzifer aus dem Himmel geflogen ist durch seinen Hochmut, Arroganz und Stolz, weil er gesagt hat, ich werde meinen Thron über die Sterne Gottes erheben, ich werde sein
wie der Allmächtige. Und dann sagt der Herr Jesus, ich sah den Satan fliegen wie ein Blitz vom Himmel. Du wirst genau wie Satan geflogen ist aus dem Himmel, herabgeworfen ins Totenreich, wenn du nicht Buße tust und gehorsam bist dem Evangelium des Herrn Jesus Christus. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann verführt dich der Teufel. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus gekreuzigt wurde, dann verführt dich der Teufel. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Herr und Gott ist, dann verführt dich der Teufel. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus der auferstandene, ewige Sohn Gottes, das Wort Gottes im Fleisch ist, wenn du das nicht glaubst und bekennst in deinem Herzen, dann verführt dich der Teufel und du bist noch in dem Geist des Antichristen verbunden mit dem Geist der Welt, nämlich dem Fürsten, dem Satan der Welt, und der Satan verführt den ganzen Erdkreis. Du musst aus Neuem geboren werden, wenn du wirklich, wirklich ins Reich Gottes möchtest. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ein Mensch nicht aus Wasser und Geist neugeboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Du musst geistlich wiedergeboren werden. Und wie ist das möglich? Epheser 1, Vers 13. Was steht denn da in Epheser 1, Vers 13? Ganz klar. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das Wort Gottes manifestiert im Fleisch, Gott wurde Mensch in Christus Jesus, und dass er für deine Sünden gekreuzigt wurde und wahrhaftig am dritten Tag auferstand, wenn du das im Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dann bist du gerettet und bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Bekennst du es nicht, glaubst du den Lügen des Teufels mehr, der den Sohn Gottes verleugnet und die Kreuzigung und die Auferstehung, wie auch der Gott des Islam es verleugnet, weil der Gott des Islams dich mit sich selbst in die Hölle bringen möchte. Der einzige Weg in den Himmel ist der Sohn Gottes und alles andere ist vom Teufel. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn du behauptest, Gott zu kennen, aber nicht den Sohn, so bist du ein Lügner, sagt die Bibel, und ein Antichrist, und die Wahrheit ist nicht in dir. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Und wer darüber hinaus diskutieren möchte, der diskutiert mit einer Wand. Ich diskutiere nicht gerne mit Wände. Weil die Muslime zu verstockt sind in ihren Herzen zu glauben, dass Jesus ein Wesen mit dem Vater ist, das Wort des Vaters ist, dass er eine Essenz verbunden ist mit dem Vater. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater, und wer den Sohn hat, der hat den Vater. Ihr seid zu verstockt und hochmütig und arrogant, diese Wahrheit zu erkennen. Aber Gott sei Dank sind wir vom Vater auserwählt. Die Bibel sagt, wer an mich glaubt, der ist seit der Grundlegung der Welt an, bevor die Welt geschaffen wurde, wurdest du auserwählt, auf die Erde zu kommen, schwierige Zeiten durchzumachen, aber am Ende bist du gerettet durch den Glauben an den Herrn Jesus. Du bist auserwählt worden seit der Erschaffung der Welt an, dass du eines Tages auf die Erde kommst und an den Sohn Gottes glaubst und dass du das Wort verkündigst hier auf der Erde und dass du ein Menschenfischer bist, ein Evangelist, ein Pastor, ein Bischof, ein Priester, ein Missionar, ein Diakon, ein Ältester oder egal, was für eine Gabe du vom Heiligen Geist bekommen hast und was für Berufung du bekommen hast. Du hast Gaben. Du hast eine Berufung hier auf der Erde. Und du wirst so lange nicht nach Hause zurückkommen und sterben, bevor dein Plan hier auf der Erde vollendet ist. Du wirst so lange am nächsten Tag von deinem Schlaf aufwachen, bis du deinen Plan von Gott vervollständigt hast. Du hast einen Plan von Gott bekommen, und solange du hier auf der Erde noch wach bist und atmen kannst, solange hast du noch einen Plan von Gott bekommen. Die Leute denken wirklich, dass sie keinen Sinn im Leben haben oder dass sie, weiß ich nicht, was sind oder aus einem Zufall entstanden sind. Du bist weder ein Zufall, noch bist du irgendwas anderes. Du bist ein Kind des allmächtigen Gottes, wenn du ein Christ bist. Du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist ein Miterbe des Christus. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Du bist berufen als König, als Priester im Reich Gottes zu herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du wirst die Krone des Lebens bekommen. Du wirst den Stab bekommen, um die Völker zu schlagen, als ein Kind Gottes.
Du bist berufen, Engel zu richten als ein Mann Gottes. Wie kannst du sagen, dass du nichts bist, wenn Gott sagt, du bist mein Kind? Es gibt keine Originalbibel mehr. Du bist ein Heuchler und ein Lügner und die Wahrheit ist auch nicht in dir. Die Bibel ist Gottes Wort und wenn du das leugnest, dann leugnest du die Beweise, nämlich die 24.000 Manuskripte, den Codex Sinaiticus, die Qumran-Rollen, die gefunden wurden, die sind über 2000 Jahre alt. Zum Beispiel die Schriftrolle von Jesaja, die in ihrer originalen Fassung gefunden wurde. Du verleugnest die Kirchenväter, du verleugnest die Apostel, du verleugnest Psalm 12, 7 bis 8, du verleugnest alle Beweise der Bibel. Jesus Christus ist wahr. Die Geschichten und die Erzählungen in der Bibel sind genauso geschehen und genauso werden sie in der Zukunft geschehen im Buch der Offenbarung, im Buch Daniel. Wir haben über 3000 Prophezeiungen und über 2000 erfüllte Prophezeiungen, ob du es glaubst oder nicht. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Bibel ist ein Buch der Fakten. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist ein wahrhaftiges, erfülltes Buch mit erfüllten Prophezeiungen. Und das wird in Zukunft sich nochmal erfüllen durch Buch Offenbarung, Buch Daniel. Jesus ist Muslim, ja. Hier fehlt es dir an Allgemeinwissen und an Verstand und hier fehlt es dir an Herz und Heiligen Geist, wenn du so eine dumme Aussage von dir gibst, dass Jesus ein Muslim ist. Sie wissen gar nicht, dass in der Bibel steht, dass der Islam vernichtet wird in Offenbarung 19. Ne? Die haben überhaupt keine Ahnung. Sie wissen gar nicht, dass die Bibel die Muslime Kinder des Teufels nennt. In Johannes 8, 44, in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 22 und 23, 1. Johannes Kapitel 4, 2. Johannes Kapitel 1, ab Vers 7. Sie wissen gar nicht, dass die Muslime laut der Bibel Kinder des Zorns sind, weil sie den Sohn Gottes verleugnen. Sie wissen gar nicht, dass sie Kinder des Teufels sind, wenn sie in ihrem Unglauben gegenüber dem Sohn Gottes sterben und lästern gegen den Heiligen Geist. Ihr wisst gar nicht, dass ihr als Muslime eine Umma seid, die gemacht worden ist vom Teufel, um die Juden und die Christen zu töten, Sure 9, 5, Sure 9, 29 bis 30. Ihr wisst gar nicht, dass ihr das auserwählte Volk seid des Feindes, gemacht worden vom Teufel, als er im Berg Jabal in der Höhle von Hira Mohammed verführte und er dann berufen worden ist von seinen dämonischen Geistern und verhext worden ist von einem Juden und vergiftet worden ist von einer Jüdin, bis dahin den Dschihad zu vollziehen, um alle Juden und Christen zu töten. Ihr seid so dermaßen vernebelt in euren antichristlichen Geistern, dass der Teufel euch eine Vernebelung der Täuschung geschickt hat und dämonischen Geistern, die euch verleugnen wollen, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist. Ihr seid so dermaßen verdorben und erkennt nicht, dass ihr dem Teufel nachfolgt im Islam und nicht dem wahrhaftigen Gott der Bibel. Und ich nehme mir kein Blatt vor den Mund. Die Bibel sagt ganz klar, der Antichrist und der Teufel leugnet den Sohn Gottes. Period. Period. Und das sage ich dir als Ex-Muslim. Und ich empfehle dir als Muslim mal die 25 Mordkommandos zu studieren. Ich kann dir alle Mordkommandos, wenn ich zu Hause bin, ich werde einen Stream machen mit allen satanischen Versen, mit allen 25 Mordkommandos im Koran, mit allen satanischen Hadithen, authentischen Hadithen zu zeigen, dass deine Religion basiert ist auf einen Schwachsinn und vom Feind gemacht worden ist, weil der Teufel hat was gegen das Kreuz. Der Teufel hat was gegen den Sohn Gottes. Der Teufel leugnet den Sohn Gottes, die Kreuzigung, die Auferstehung. Und das ist Allah, der das alles verleugnet. Und ich habe alles auf einen PDF bzw. auf einen Format aufgeschrieben von einem Bruder oder einer Schwester im Internet und das heraus in mein Handy gespeichert. Und wenn ich zu Hause bin, zeige ich dir all diese Sachen und die beweisen, dass deine Religion basiert ist auf einem satanischen Glauben, die den Sohn Gottes, die Kreuzigung und die Wiedergeburt im Heiligen Geist und alles, was dir ewiges Leben gibt, verleugnet. Dass du als Muslim gezwungen bist, alle Propheten im Alten Testament zu verleugnen, denn alle Propheten im Alten Testament haben den Sohn Gottes in der Hinsicht verkündigt, wie zum Beispiel Mose hat von ihnen geschrieben, Daniel schrieb vom Sohn des Menschen, dass der Sohn des Menschen Jesus Gott ist, Jesaja prophezeit Jesus als Gott, also du bist zu blind, um zu sehen, als Muslim, dass die alten Propheten den Sohn Gottes und Gott manifestiert im Fleisch verkündigt haben und nicht einen Isa ibn Simsalabim wassalam. Du bist zu stolz und arrogant, um zu checken, dass in der Tora nur Schwachsinn
quasi steht in der Hinsicht, dass Jesus nur ein Prophet ist. Da steht kein Schwachsinn von Jesus ist nur ein Prophet, wenn du das denkst in der Tora als Muslim, sondern da steht, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist Gott manifestiert im Fleisch. Und ich nehme von jedem von euch die Debatte gerne an, privat, weil ich mache Öffentlichkeit mehr, weil ich möchte nicht, dass ihr hochnäsigen, arroganten, schlangenartigen Argumente von euch öffentlich gegeben werden, wie die Pharisäer schlangenartige Argumente gegen den Herrn verwendet haben. Aber wenn du wahrhaftig bist als Muslim und bereit bist, komm und schreib mir auf Instagram und wir gehen auf einen privaten Chat mit oder komm auf mein Discord und vor 300 Menschen im Discord, in meinem Discord, den ich gemacht habe, zeige ich dir, dass der Islam satanisch ist und alles, was dir ewiges Leben gibt, in der Bibel verleugnet. Jesus ist der König der Juden. Jesus ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, das Wort Gottes, der König der Könige, Melik el-Melik, der Herr der Herren, im Arabischen, Wul-Awul, Wul-Akhir, der Erste und der Letzte. Außer ihn gibt es keinen Gott. Er ist ein Wesen mit dem Vater. Er ist ein Essenz mit dem Vater. Er ist aus dem Vater hervorgegangen, gezeugt, nicht geschaffen. Wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht. Er ist und war und wird für immer derselbe sein. Jesus Christus hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Er ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ewig. Alles ist durch das Wort entstanden. Ohne das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Er war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn geschaffen. Jesus war in der Welt vor 2000 Jahren und die Welt ist durch ihn geschaffen worden. Doch die Welt erkannte ihn nicht, wie auch die Juden damals oder die Muslime von heute, die den Geist des Antichristen haben und den Sohn Gottes verleugnen, weil sie die Wahrheit nicht anerkennen wollen. Jesus sagt, dazu bin ich in die Welt gekommen. Guck mal. Warum ist der Herr Jesus in die Welt gekommen? Ihr versteht nicht, ihr seid so dermaßen vernebelt. Der Geist des Teufels ist so dermaßen stark in 2023. Der Geist des Feindes ist so dermaßen stark in diesen Jahren, dass er euch alle täuscht. Eine Täuschung, eine Schlaftablette gibt, dass ihr der Wahrheit nicht gehorsam seid. Was ist der Sinn des Christus? Was ist der Sinn des Messias? Allah sagt, Jesus ist der Messias. Der Gott der Bibel sagt, der Messias ist Gott selbst. Allah sagt, der Messias ist Isa ibn Maryam, ein Mensch. Die Bibel sagt, der Messias hat keinen Anfang und kein Ende. Der Messias ist der Gesalbte des Vaters. Der Messias ist der Christus, der hochgelobte Gott in Ewigkeit. Römer 9,5. Christus, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Oder Jesaja 9, Vers 5, was von dem Kind beschrieben worden ist. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater. Allah behauptet zu sagen, Jesus ist der Messias, aber der Gott der Bibel behauptet, der Messias ist Gott. Wie stimmt bitte Allah mit der Tora überein, wenn Allah der Gott der Tora ist, obwohl der Gott der Tora behauptet, der Messias ist Gott selbst? Psalm 45, 7 bis 9, der Messias ist Gott. Sprüche 8, der Messias ist Gott. Jesaja 9, Vers 5, der Messias ist Gott. Jesaja 42, der Messias ist Gott. Jesaja 44, 6, der Messias ist Gott. Altes Testament. Jesaja 44, 24, der Messias ist Gott. Jesaja 43, 3 mit Lukas 2, 11, der Messias ist Gott. Jesaja 66, 15 bis 17, der Messias ist Gott. Dazu Offenbarung 19, der Messias ist Gott. Allah ist ein Lügner. Allah täuscht euch. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat den Vater nicht. Wer den Sohn Gottes bekennt, der hat auch den Vater. Jeder, der den Sohn Gottes leugnet, der leugnet den Vater. Und wer den Vater leugnet, leugnet den Sohn. Wenn du behauptest, an Gott zu glauben, aber nicht an den Sohn, weißt du, wer dein Gott ist ohne den Sohn Gottes? Der Teufel ist dein Gott. Der Teufel ist dein Vater. Wie auch der Herr Jesus sagt zu den Juden, die nicht an ihn geglaubt haben, in Johannes 8, 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater möchte, das wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Weil aber ich die Wahrheit sage, darum glaubt ihr mir nicht.
Wer unter euch, sagt der Herr, kann mich einer Sünde beschuldigen, weil aber ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört auch die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Moses hat von mir geschrieben, aber ihr glaubt nicht mal den Schriften von Mose, sagt der Herr Jesus. Nicht ich werde euch richten, sondern Moses wird euch richten, auf den ihr euer Vertrauen aufbaut und an ihn glaubt. Zu den Juden hat er das gesagt. Moses hat von dem Sohn Gottes geschrieben. Daniel schrieb von dem Sohn Gottes. Jesaja. David schrieb von dem. Wer bist du, dass du behauptest, Jesus ist nicht der Christus, der Sohn Gottes? Wer bist du, dass du dir erlaubst, gegen Gott zu lästern? Soll ich dir sagen, was die größte Sünde im Islam ist? Was ist die größte Sünde im Islam? Jesus anzubeten. Die Bibel sagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Der Islam ist ein Gefängnis. Der Islam leugnet alles, was dir ewiges Leben gibt. Der Islam ist ein Gefängnis, ein Quadrat, eine Kiste, wo du so bist als Frau. Als Frau bist du so verschleiert, du kannst nichts von dir geben, weil laut Mohammed die meisten Frauen in die Hölle kommen und du bist so dermaßen in diesem Gefängnis, weil Mohammed, wenn du liest als Frau, ich verstehe sowieso die Frauen nicht in dieser Religion. Wie könnt ihr einen Mann nachfolgen, der Frauen als Sexsklavinnen hatte, der eine Sechsjährige geheiratet, in 9 Jahren geheiratet und mit einer 9-Jährigen geschlafen und sie penetriert hat, wo es Hadithe gibt, dass Aisha, seine Kindesfrau, die Spermaflecken von Mohammed aus der Kleidung herausgerieben hat, dass Mohammed über 9 Frauen hatte, so viele Sexsklavinnen hatte, der die Frau seines Adoptivsohnes geheiratet hat in Sahih al-Bukhari. Jedes Mal, wenn er eine Frau wollte, hat er eine dämonische Offenbarung von seinem Allah bekommen. Wie kannst du an so einen perversen, manipulativen Mörder und Massenvölkermordmenschen glauben, namens Mohammed, der selbst gesagt hat, wenn ich sterbe oder wenn ich sterbe, weiß ich nicht, wo ich hingehe, weiß ich nicht, wo ich hingeht. Warum glaubt ihr nicht an das Wort Gottes? Der Vater hat durch den Sohn gesprochen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder Mensch, der an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Warum verstockt ihr euren antichristlichen Geist? Warum verstockt ihr euer Herz? Warum kommt ihr nicht zur Wahrheit, um das ewige Leben zu empfangen? Warum wollt ihr und schreit ihr nach dem Tod? Warum schreit ihr nach der Feuersee? Der Dämon in einen Menschen verleugnet den Sohn Gottes. Die dämonischen Geister verleugnen den Sohn Gottes. Es ist ein Kampf zwischen Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Die Kinder Gottes, die bekennen, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, dass er für alle unseren Sünden gestorben ist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist, dass Jesus der wahrhaftige ewige Sohn Gottes ist, dass Jesus Herr und Gott ist. Das bekennt ein Kind Gottes. Der Kind des Teufels verleugnet den Sohn Gottes, verleugnet die Kreuzigung, verleugnet die Auferstehung. Und das ist der Unterschied zwischen einem Christ und einem Muslim. Die Bibel sagt, habt keinen Umgang mit diesen Menschen. Sie lästern gegen das Kreuz, sie spucken auf den Herrn Jesus, sie spucken auf die Wahrheit, sie lieben den Tod mehr als die Gerechtigkeit Gottes. Sie suchen die Ehre der Menschen, beten 5-mal am Tag Richtung einen Stein oder beten ihre Götzen an im Buddhismus oder Hinduismus, die weder sehen, noch hören, noch schmecken, noch laufen können. Lieben sie ihre Götzen. Einen Mondgott namens Allah, der letzte Götze aus den Quraishis Zeiten. Sie haben kein Allgemeinwissen, sie haben keine Ahnung von ihren eigenen Schriften. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist eure Herzen öffnen. Ich bete für euch Muslime. Und ich schäme mich nicht, um die Wahrheit auszusprechen. Denn ich bin ein Ex-Muslim. Ich war 18 Jahre in dieser Religion. Und ich kann dir sagen, diese Religion führt in den ewigen Tod. Und der ewige, zweite ewige Tod ist die Feuersee. Und ich wünsche mir kein Muslim, dass ein Muslim in die Feuersee kommt. Sondern ich möchte, dass ihr erkennt, dass der Islam falsch ist, vom Teufel ist. Weil der Teufel wurde laut Johannes 12 durch das Werk am Kreuz gerichtet. Der Teufel ist gerichtet durch das Werk am Kreuz. Wenn Christus nicht gekreuzigt wurde, dann würde heute kein Islam entstehen. Der Islam wurde nur entstanden von der Schlange, weil Jesus gekreuzigt wurde. Darum hat die Schlange, genannt auch Allah, eine Religion gegründet, die den Sohn Gottes verleugnet, die Kreuzigung verleugnet, die Vergebung der Sünden und die Auferstehung verleugnet. Damit ihr Muslime und Andersgläubigen in den ewigen Tod kommt, damit der Teufel eine neue Religion hat, um eure Seelen in die Feuersee zu bringen.
bringen, damit ihr die Lügen des Satans mehr glaubt als die Wahrheit Gottes. Ihr liebt die Lüge mehr als die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nur durch den Sohn kommst du zum Vater. Warum glaubt ihr dem Teufel mehr als die Person der Wahrheit? Die Person der Wahrheit ist Jesus Christus. Er hat nur Wahrheit gesprochen. Sein Wort ist Wahrheit. Wer die Wahrheit sucht, der wird den Herrn Jesus finden. Aber ihr liebt den Tod mehr als die Gerechtigkeit. Ihr liebt es, in euren Sünden zu bleiben und in der Finsternis zu bleiben. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, an den Sohn, der wird niemals gerichtet werden. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und jetzt kommt's. Damit besteht das Gericht, dass das Licht Jesus in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis, ihre Sünden mehr als das Licht Jesus, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, in Sünden lebt, der hasst das Licht Jesus und kommt nicht zum Licht Jesus, damit seine Werke nicht offenbar werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, zum Herrn Jesus, damit seine Werke offenbar sind, dass sie in Gott getan sind. Wenn du die Wahrheit suchst, wirst du Christus Jesus finden. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem ganzen Herzen mich suchst, du wirst mich finden. Bete nicht fünfmal am Tag Richtung diesen dämonischen Gott, der sich Allah nennt, wo du fünfmal am Tag dich im Sujud niederbeugst und Al-Fatiha und Al-Ikhlas und dieser Rakat betest Richtung diesem toten Gott, der weder lesen, noch schreiben, noch hören, noch gehen, noch sprechen, noch eine Beziehung mit dir haben möchte. Jesus spricht durch den Heiligen Geist zu mir. Er spricht zu mir. Ich sag dir, ich habe eine Beziehung zu ihm. Ich sag dir, er züchtigt mich, wenn ich was falsch mache. Ich sag dir, er liebt mich. Er spricht durch den Geist zu mir. Hast du diese lebendige Beziehung zum Vater? Das hast du nicht. Du hast keinen Gott ohne den Sohn Gottes. Ohne Jesus gibt es keinen Gott. Er ist verbunden mit dem Vater, eine Essenz, ein Wesen mit dem Vater. Obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihnen getan hatten, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an Jesus, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den Vater, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder Mensch, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird den Menschen richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Wenn ihr dem Sohn Gottes nicht glaubt, dann glaubt ihr dem Vater nicht, denn der Vater hat durch den Sohn gesprochen. Ihr liebt die Worte des Teufels mehr als die Worte Gottes. Meine lieben Muslime, Buddhisten, Hinduisten, Atheisten, Agnostiker, Charles Darwins Theoretiker, die ihr glaubt an den manipulativen Satan, der durch seine Lehren und Ideologien der Dämonen hier auf der Erde so viele Menschen schon seit Tag 1 verführt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht an ihn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm für alle Ewigkeiten. Der Herr sagt, ich bin der gute Hirte. Wer ist denn der gute Hirte?
Im Alten Testament. Im Alten Testament spricht Gott, ich bin der gute Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist der Gott aus dem Alten Testament. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse mein Leben von mir aus. Ich habe die Vollmacht, mein Leben zu lassen und ich habe die Vollmacht, mein Leben wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus gab sein Leben für dich. Jesus gab sein Leben für dich. Und du lehnst dich gegen ihn auf. Jesus sagt, es steht geschrieben in den Propheten und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Ich wiederhole, es steht geschrieben in den Propheten und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder Mensch, der vom Vater gehört und gelernt hat, der kommt zum Sohn Gottes. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, nur der, der vom Vater gekommen ist. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Nur der Sohn hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens, sagt der Herr. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und dann sagt er etwas Interessantes. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Guck mal, und jetzt sagt er was Interessantes. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alle Menschen, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zum Sohn Gottes kommt, den wird der Herr nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich keinen Menschen verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich die Menschen auferwecke am letzten Tag. Der Sohn Gottes weckt die Menschen auf. Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Halleluja und Amen. Ich habe so viel geredet. Ihr könnt gerne, vielleicht werde ich ein paar Clips von hier speichern später. Ich habe so viele Wahrheiten ausgesprochen jetzt. Glaubt weiterhin an euren Glauben. Der einzige Glaube, der dich zum Vater bringt, ist der Sohn Gottes. Kein anderer Glaube bringt dich zum Vater. Verurteilt mich, hasst mich, interessiert mich nicht. Ich suche nicht deine Ehre oder die Ehre der anderen Menschen, sondern ich suche die Ehre des Vaters. Und der Vater hat mich auserwählt und der Vater hat mich gerettet und mich übergeben dem Herrn Jesus. Lebt für die Welt, die Welt wird euch kein Leben geben. Ich habe für die Welt gelebt. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe meine ganze Jugend verschwendet an den Teufel. Meine ganze Jugend habe ich verschwendet an den Teufel. Jetzt kenne ich die Wahrheit, jetzt lebe ich in der Wahrheit und der Feind hat ein Problem mit mir. Er greift mich an, durch seine dämonischen Geister greift er mich an, weil er weiß, dass ich eine mächtige Waffe für das Reich Gottes bin. Jeder, der wirklich ein wahrer Christ ist, der wird Verfolgung erleiden, sagt die Bibel. Ob du jetzt online Verfolgung erleidest oder auf der Straße oder in den islamischen Ländern als Christ oder egal wo, ein wahrer Christ erleidet Verfolgung. So Leute, ich habe 3%. Ich habe 3%, Leute. Im Namen des Herrn Jesus Christus, ich bete für euch alle, wirklich. Es ist so krass. So, möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist euch offenbaren und euch segnen. Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Gnade sei mit euch. Glaub mir, Jesus ist die Wahrheit. Ich sag's euch, die Welt gibt dir nichts. So, der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Ewiges Leben nur durch Jesus Christus. Gottes Segen.